Zwei große Geheimnisse bestimmen unser Leben. Liebe und Geld. Was Liebe ist, dieser Frage wurde schon ausführlich nachgegangen in Geschichten, Liedern, Büchern, Film und Fernsehen. Dasselbe kann aber nicht gesagt werden über die Frage, was ist Geld? Es ist nicht überraschend, dass Geldtheorie keine Kinohits inspiriert hat, aber sie wurde ja nicht einmal erwähnt an den Schulen, die die meisten von uns besucht haben. Den meisten kommt auf die Frage, wo denn das Geld überhaupt herkommt, das Bild der Münzanstalt in den Sinn, die Banknoten druckt und Münzen prägt. Geld, so glauben die meisten, wird von der Regierung hergestellt. Das stimmt, aber nur zu einem gewissen Grad. Diese Wertsymbole aus Metall, von denen wir als Geld sprechen, werden tatsächlich von einer staatlichen Institution hergestellt, der Münzprägeanstalt. Geldscheine werden von den Zentralbanken in Umlauf gebracht. Aber der Großteil des Geldes kommt nicht von den Münzanstalten oder Zentralbanken. Er wird hergestellt, alltäglich in riesigen Mengen, von privaten Gesellschaften, die sich Banken nennen. Die meisten von uns glauben, dass Banken Geld verleihen, das ihnen andere anvertraut haben. Leicht vorstellbar, aber nicht die Wahrheit. Tatsächlich erschaffen Banken das Geld, das sie verleihen. Es stammt weder aus ihren eigenen Einnahmen noch aus verwalteten Guthaben, sondern unmittelbar aus dem Versprechen des Schuldners, es zurückzuzahlen. Die Unterschrift des Schuldners auf dem Vertrag stellt eine Verpflichtung dar, der Bank das Geld zurückzuzahlen plus Zinsen oder das Haus, das Auto oder sonstige Güter zu verlieren, die man als Sicherheit vorweisen musste. Das ist eine große Verpflichtung für den Schuldner. Wozu verpflichtet sich die Bank durch diese Unterschrift? Die Bank darf nun das Volumen des Kredits herbeizaubern und einfach auf das Konto des Schuldners buchen. Das klingt unglaublich, das kann doch bestimmt nicht wahr sein, aber das ist es. Um zu zeigen, wie es zu diesem Wunder des modernen Bankwesens kam, betrachten wir einmal das Märchen vom Goldschmied. Früher einmal, da wurden viele nette Dinge als Geld benutzt. Sie mussten nur handlich sein und für viele Leute einen Wert darstellen, sodass man es als Tauschmittel benutzen konnte, etwa für Nahrung, Kleidung oder Unterkunft. Muscheln, Kakaobohnen, hübsche Steine, selbst Federn wurden schon als Geld benutzt. Gold und Silber waren attraktiv, weich und einfach zu verarbeiten. Daher wurden einige Kulturen sehr erfahren im Umgang mit diesen Metallen. Goldschmiede erleichterten den Handel, indem sie Münzen gossen, genormte Einheiten dieser Metalle, deren Gewicht und Reinheit bestätigt wurde. Um sein Gold zu schützen, brauchte der Goldschmied einen Tresor. Und schon bald standen seine Mitbürger vor seiner Tür, die Platz im Tresor mieten wollten, um auch ihr Gold zu schützen. Rasch hatte der Goldschmied allen Platz im Tresor vermietet und verdiente ein wenig an seinem Tresormietgewerbe. Jahre gingen ins Land, da machte der Goldschmied eine scharfsinnige Beobachtung. Selten kamen Einleger zu ihm, um ihren aktuellen Goldbestand abzuholen, und niemals kamen sie alle gemeinsam. Und zwar weil die Schecks, die der Goldschmied als Quittungen für das Gold geschrieben hatte, auf dem Markt gehandelt wurden, als wären sie das Gold selbst. Dieses Papiergeld war sehr viel praktischer als schwere Münzen, und die Beträge konnten einfach geschrieben werden, anstatt sie mühsam einzeln zu zählen. Inzwischen führte der Goldschmied ein weiteres Geschäft. Er verlieh sein Gold gegen Zinsen. Als sein praktisches Scheckgeld in Umlauf kam, verlangten Schuldner die Kredite zunehmend in der Form des Scheckgeldes anstelle des tatsächlichen Metalls. Als die Wirtschaft wuchs, wollten mehr und mehr Leute Kredite vom Goldschmied. Da kam der Goldschmied auf eine noch bessere Idee. Er wusste, dass nur sehr wenige seiner Einleger jemals ihr tatsächliches Gold zurücknahmen. Da dachte er, er könnte mit Leichtigkeit Schecks ausstellen, die vom Gold seiner Einleger gedeckt würden, zusätzlich zu seinem eigenen. Solange diese Kredite zurückgezahlt werden würden, merkten seine Kunden davon gar nichts und blieben schadlos. Während der Goldschmied, nun eher Bankier als Handwerker, einen weit größeren Profit machen würde, als er könnte, wenn er nur sein eigenes Gold verleihen würde. Jahrelang genoss der Goldschmied so im Geheimen ein gutes Einkommen von den Zinsen seiner Einlagen und der seiner Einleger. Nun ein bedeutender Geldgeber, wurde er ständig reicher als seine Mitbürger, und er zeigte es. Der Verdacht regte sich, dass er das Geld seiner Einleger ausgab. Seine Einleger kamen zusammen und drohten damit, ihr Gold zurückzufordern, sollte der Goldschmied nicht auspacken, woher sein plötzlicher Wohlstand kam. Entgegen dem, was manche erwartet hatten, war das keine Katastrophe für den Goldschmied. Trotz seines doppelten Spiels funktionierte sein Plan.
Die Einleger hatten überhaupt nichts verloren. Ihr gesamtes Gold war im Tresor in Sicherheit. Anstatt ihr Gold zurückzunehmen, forderten die Einleger, dass der Goldschmied, nun ihr Bankier, sie beteiligte, indem er ihnen Zinsen zahlte. Das war der Anfang des Bankwesens. Der Bankier bezahlte einen geringen Zins auf Geldeinlagen anderer Leute, das er dann wiederum anderen zu höherem Zins verlieh. Die Differenz deckte die Unterhaltskosten der Bank und ihren Profit. Die Logik des Systems ist einfach und sie scheint ein sinnvoller Weg zu sein, die Nachfrage nach Krediten zu decken. Allerdings ist das nicht die Art und Weise, wie das Bankwesen heutzutage funktioniert. Unser Goldschmied-Bankier war nicht zufrieden mit dem Einkommen, das ihm blieb, nachdem er die Zinsen mit seinen Einlegern geteilt hatte. Und die Nachfrage nach Krediten wuchs rapide, als die Europäer weltweit ausströmten. Aber die Kredite waren durch die Menge an Gold in seinem Tresor beschränkt. Dann hatte er eine noch dreistere Idee. Da niemand außer ihm selber wusste, wie viel überhaupt in seinem Tresor war, könnte er sogar Schecks verleihen, die überhaupt nicht durch Gold gedeckt wären. Solange nicht alle Scheckbesitzer gleichzeitig zum Tresor kämen, um ihr Gold abzuholen, wie sollte es jemand bemerken? Diese neue Intrige funktionierte sehr gut und der Bankier wurde unwahrscheinlich reich durch Zinsforderungen für Gold, das gar nicht existierte. Die Vorstellung, dass der Bankier einfach Geld aus dem Nichts schaffen könne, war zu unerhört, um geglaubt zu werden. Also kam dieser Gedanke den Leuten lange nicht. Aber die Macht, Geld einfach zu erfinden, stieg dem Bankier zu Kopf, wie man sich wohl vorstellen kann. Mit der Zeit erregte das Ausmaß der Kredite und der pompöse Reichtum des Bankiers einmal mehr Verdacht. Einige Kreditnehmer verlangten wieder echtes Gold anstatt der papierenen Schecks. Gerüchte gingen um und plötzlich tauchten einige reiche Anleger auf, um ihr Gold zurückzufordern. Das Spiel war aus. Ein Heer von Scheckbesitzern versammelte sich auf der Straße vor den verschlossenen Türen der Bank. Leider hatte der Bankier nicht genug Gold und Silber, um all das Papier auszuzahlen, das er ihnen gegeben hatte. So etwas nennt man Bankrun, und das ist, wovor sich jeder Bankier fürchtet. Das Phänomen eines Bankruns ruinierte einzelne Banken und es schädigte, kaum überraschend, das öffentliche Vertrauen in alle Bankiers. Es wäre naheliegend gewesen, die Praxis der Gelderschaffung aus dem Nichts für illegal zu erklären, aber die großen Mengen an Krediten, die die Bankiers anboten, waren für den Erfolg des europäischen Wirtschaftswachstums notwendig geworden. Also wurde diese Praxis stattdessen legalisiert und reguliert. Die Bankiers verpflichteten sich, Beschränkungen auf die Menge des fiktiven Schuldgeldes zu befolgen. Die Grenze wäre immer noch eine viel größere Zahl als der tatsächliche Wert an Gold und Silber im Tresor. Sehr oft war das Verhältnis 9 zu 1. Diese Regeln wurden durch Stichproben durchgesetzt. Es wurde auch vereinbart, dass im Falle eines Bankruns die Zentralbank die lokalen Banken mit Notfalleinlagen unterstützen würde. Nur durch einen ausgedehnten Bankrun auf mehrere Banken gleichzeitig könnte die Kreditblase platzen und das System zusammenbrechen. Über die Jahre wurde das fraktionale Reservesystem und sein integriertes Netzwerk von Banken, das von der Zentralbank gestützt wird, das beherrschende Geldsystem der Welt. Gleichzeitig wurde der Bruchteil des Goldes, der das Schuldgeld deckt, ständig kleiner, bis nichts mehr übrig blieb. Das grundlegende Wesen des Geldes hat sich verändert. Früher war der Papierdollar tatsächlich eine Quittung, die man bei der Zentralbank gegen eine feste Menge Gold oder Silber umtauschen konnte. Heutzutage kann man einen Papier- oder Digitaldollar nur gegen einen anderen Papier- oder Digitaldollar umtauschen. Früher gab es privat geschaffene Kredite nur in Form privater Banknoten, die die Leute als Zahlungsmittel ablehnen konnten, so wie wir heute private Schecks ablehnen können. Heutzutage ist privat geschaffener Kredit direkt tauschbar in Fiat-Währung der Regierung. Die Dollars, Euros und Pfund, die wir gewohnheitsmäßig als Geld ansehen. Fiat-Währung bedeutet Währung erschaffen durch Regierungserlass oder Dekret. Und Gesetze besagen, dass die Bürger diese Währung als Zahlungsmittel akzeptieren müssen, sonst werden die Gerichte die Zahlungsverpflichtung nicht durchsetzen. Nun stellt sich also die Frage, wenn Regierungen und Banken beide einfach Geld erschaffen können, wie viel Geld gibt es dann?
In der Vergangenheit war die komplette Menge Geld, die es gab, beschränkt durch die tatsächliche physische Menge an Gütern, die als Geld benutzt wurden. Ein Beispiel. Um neues Gold- oder Silbergeld zu erschaffen, musste neues Gold oder Silber gefunden und geschürft werden. Heutzutage wird Geld buchstäblich als Schuld erzeugt. Neues Geld wird geschaffen, wann immer jemand einen Kredit von der Bank annimmt. Das Ergebnis ist, dass die Geldmenge, die geschaffen werden kann, nur eine einzige tatsächliche Beschränkung hat. Den totalen Grad der Verschuldung. Regierungen schaffen ein zusätzliches und festgelegtes Limit auf die Geldmenge, indem sie Regeln festlegen, die Mindestreservevorschriften genannt werden. Diese Grenzwerte werden im Wesentlichen willkürlich festgelegt und sind so von Land zu Land und je nach Zeit unterschiedlich. Früher war es üblich, wenigstens Gold im Wert eines Dollars als Deckung für 10 ungedeckte Dollars zu haben. Heutzutage gelten die Grenzwerte nicht länger für das Verhältnis von Geld zu Gold, sondern gerade einmal für das Verhältnis neuen Schuldgeldes zu vorhandenem Schuldgeld. Genauer, Giralgeld zu Zentralbankbuchgeld. Heutzutage bestehen die Reserven einer Bank aus zwei Dingen. Der Menge an Bargeld oder Vergleichbarem, das die Bankiers bei der Zentralbank eingelegt haben, das Zentralbankbuchgeld, und der Menge an bestehendem Schuldgeld, das die Bank als Einlagen hat. Um das einfach zu veranschaulichen, stellen wir uns einmal vor, dass eine Bank gerade neu eröffnet und noch keine Einleger hat. Jedoch haben die Investoren der Bank eine Einlage von 1.111 Dollar und 12 Cent bei der Zentralbank gemacht. Tatsächliches, vorhandenes Bargeld bei der Zentralbank. Das geforderte Verhältnis von Schuldgeld zu Bargeld ist 9 zu 1. Schritt 1. Die Türen sind geöffnet und die neue Bank begrüßt ihren ersten Kunden. Er braucht 10.000 Dollar, um einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Das Verhältnis von 9 zu 1 erlaubt der Bank durch ihre Reserven bei der Zentralbank, auch als Geldbasis oder High Powered Money bekannt, einfach und ganz legal Geld zu erfinden. Und zwar die neunfache Menge, also 10.000 Dollar, auf Grundlage der Verpflichtung des Kreditnehmers, das Geld zurückzuzahlen. Diese 10.000 Dollar wurden nirgendwo weggenommen. Es ist brandneues Geld, einfach in das Konto des Kreditnehmers eingetippt, als Bankkredit. Der Kreditnehmer stellt dann einen Scheck darauf aus, um das gebrauchte Auto zu kaufen. Schritt 2. Die Verkäuferin hinterlegt nun diese frisch erschaffenen 10.000 Dollar bei ihrer Bank. Im Gegensatz zum High-Powered Money, eingelegt bei der Zentralbank, darf dieses neue Kreditgeld nicht im festgelegten Verhältnis multipliziert werden, sondern muss geteilt werden. Bei einem Verhältnis von 9 zu 1 kann also immerhin ein weiterer Kredit von 9.000 Dollar ausgestellt werden, auf der Grundlage des 10.000 Dollar Schecks. Schritt 3. Werden diese 9.000 Dollar dann von einer dritten Partei bei derselben Bank eingezahlt, die sie geschaffen hat, oder auch bei einer anderen Bank, so entstehen daraus wiederum weitere Kredite, diesmal im Wert von 8.100 Dollar. Wie eine russische Matruschka, bei der jede Hülle eine weitere kleinere beinhaltet, ermöglicht jede solche Einlage einen weiteren kleineren Kredit in einer unendlichen konvergierenden Reihe. Wenn nun das erschaffene Schuldgeld nicht bei einer Bank landet, dann endet dieser Vorgang. Das ist der unvorhersehbare Teil des Geldschöpfungsmechanismus. Wahrscheinlicher aber ist, dass die Kredite bei jedem Schritt wieder ihren Platz bei einer Bank finden und der anschließende Vermehrungsprozess sich immer und immer wiederholen kann, bis beinahe 100.000 Dollar brandneues Geld im Bankensystem erschaffen wurden. Dieses ganze neue Geld wurde vollständig aus Schulden erschaffen und der gesamte Prozess war gesetzlich erlaubt auf Grundlage der ursprünglichen Reserven von 1.111 Dollar und 12 Cent, die immer noch unberührt bei der Zentralbank liegen. Darüber hinaus, in diesem raffinierten System müssen die Bücher aller Banken in dieser Kette nachweisen, dass die Bank stets 10% mehr Einlagen als Kredite hat. Das gibt Banken einen echten Anreiz, Einlagen zu bekommen, um Kredite geben zu dürfen und stützt damit die allgemeine irreführende Annahme, dass Kredite aus Einlagen stammen.
Solange nicht alle nachfolgenden Kredite bei derselben Bank landen, kann man nicht sagen, dass eine Bank ihre anfänglichen Zentralbank-Buchgeldeinlagen von 1.111,12 $ auf das fast 90-fache vermehrt hat, indem sie Bankkredite aus dem Nichts ausstellt. Da das Bankensystem jedoch ein geschlossener Kreislauf ist, werden Bankkredite von einer Bank zu Einlagen bei einer anderen und umgekehrt. Im Idealfall eines ausgewogenen Austauschs untereinander wäre der schlussendliche Effekt genau derselbe, als würde der gesamte Prozess bei nur einer Bank stattfinden. Das heißt jedoch, die ursprünglichen Einlagen der Bank bei der Zentralbank im Wert von ein wenig mehr als 1.111 $ ermöglichen es ihr im Endeffekt, Zinsen auf bis zu 100.000 $ zu beziehen, die die Bank nie besaß. Wenn das lächerlich erscheint, dann schaut her. In den letzten Jahrzehnten sind durch beständigen Lobbyismus der Banken die Bedingungen, um neue Einlagen bei der Zentralbank zu machen, in manchen Ländern so gut wie aufgehoben worden. Und das tatsächliche Verhältnis kann sehr viel höher sein als 9:1. Für manche Arten von Bankkonten sind 20:1 oder auch 30:1 üblich. In jüngster Zeit haben die Banken einen Weg gefunden, die Reservebedingungen komplett zu umgehen, indem sie sowohl die Kreditgebühren als auch das Kreditkapital benutzen, um die erforderliche Reserve zu erhöhen. Also, auch wenn die Regeln komplex sind, merkt der gesunde Menschenverstand, Banken können so viel Geld erschaffen, wie wir leihen können. Trotz der ständig gezeigten Münzanstalten macht von der Regierung ausgestelltes Geld normalerweise weniger als 5% der umlaufenden Geldmenge aus. Mehr als 95% des heutzutage vorhandenen Geldes wurde erschaffen, indem jemand mit seiner Unterschrift eine Schuldverpflichtung gegenüber einer Bank einging. Hinzu kommt, dass dieses Schuldgeld in großen Mengen geschaffen und vernichtet wird, jeden Tag, indem neue Schulden gemacht und alte abbezahlt werden. Banken können dieses Geldsystem nur mit aktiver Beteiligung der Regierung betreiben. Zuerst verabschieden die Regierungen Gesetze, die eine Währung als gesetzliches Zahlungsmittel etablieren. Zweitens erlauben es die Regierungen, den privaten Banken Kredite in dieser Währung auszuzahlen. Drittens setzen staatliche Gerichte Schuldforderungen durch. Letztendlich verabschieden Regierungen Regelungen, um die Funktionalität und Glaubwürdigkeit dieses Geldwesens in den Augen der Öffentlichkeit zu sichern, während sie rein gar nichts tun, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wo Geld eigentlich herkommt. Die einfache Wahrheit ist, wenn wir auf der gepunkteten Linie unterschreiben, um einen sogenannten Kredit zu erhalten, dann stellt unsere Verpflichtung, ihn zurückzuzahlen, abgesichert durch die Güter, die wir als Sicherheit angeben müssen, den einzig realen Wert bei dieser Transaktion dar. Für jeden, der glaubt, dass wir unserer Verpflichtung nachkommen werden, stellt dieser Vertrag oder Pfand nun ein handliches, tauschbares und verkäufliches Stück Papier dar. Es ist ein Schuldschein, der einen Wert darstellt und daher eine Art Geld ist. Es ist genau das Geld, das der Schuldner gegen seinen sogenannten Kredit tauscht. Nun bedeutet aber ein Kredit in der realen Welt, dass der Geber etwas zu verleihen haben muss. Wenn man einen Hammer benötigt, wird allein das Versprechen, einen Hammer anzubieten, den ich nicht habe, nicht viel helfen. Aber in der künstlichen Welt des Geldes darf das Versprechen einer Bank, Geld zu zahlen, das sie nicht hat, als Geld verbreitet werden und wir akzeptieren es als solches. Sobald der Kreditnehmer den Schuldvertrag unterschreibt, erfüllt die Bank ihren Teil des Handels, indem sie mit wenigen Tastenanschlägen ein entsprechendes Guthaben des Schuldners bei der Bank erschafft. Vom Standpunkt des Schuldners wird daraus Schuldgeld auf seinem oder ihrem Konto. Weil die Regierung es zulässt, dass die Schuld der Bank gegenüber dem Kreditnehmer in Fiat-Währung der Regierung verwandelt werden kann, muss jeder diese so als Geld annehmen. Und wieder ist die zugrunde liegende Wahrheit sehr einfach. Ohne den Schuldschein, den der Kreditnehmer unterschrieben hat, hätte der Bankier rein gar nichts zu verleihen.
Haben Sie sich je gefragt, wie alle Regierungen, Konzerne, kleine Unternehmen, Familien gleichzeitig verschuldet sein können und das in diesem astronomischen Ausmaß? Haben Sie sich je gefragt, wie überhaupt so viel Geld zum Verleih existieren kann? Jetzt wissen Sie es. Gar nicht. Banken verleihen kein Geld. Sie erschaffen es ganz einfach aus Schulden. Und da Schulden potenziell unbegrenzt sind, ist es auch der Nachschub an Geld. Und wie sich herausstellt, ist das Gegenteil ebenfalls wahr. Ist es nicht erstaunlich, dass trotz des unglaublichen Reichtums an Ressourcen, Innovationen und Produktivität, der uns umgibt, beinahe jeder von uns, von Regierungen über Unternehmen bis zu Individuen, schwer bei Bankiers verschuldet sind? Wenn die Leute nur innehalten und nachdenken würden, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Menschen, die tatsächlich den ganzen Reichtum in der Welt erzeugen, verschuldet sind bei denen, die nur das Geld verleihen, das diesen Reichtum repräsentiert? Noch erstaunlicher ist es, wenn wir begreifen, dass Geld eigentlich Schuld ist und wenn es keine Schulden geben würde, es gar kein Geld gäbe. Wenn das für Sie Neuigkeiten sind, sind Sie nicht allein. Die meisten stellen sich vor, dass wenn alle Schulden abbezahlt wären, es der Wirtschaft besser gehen würde. Das stimmt sicherlich vom persönlichen Standpunkt aus. Genau wie wir mehr Geld zum Ausgeben haben, sobald unsere Kreditzahlungen beendet sind, glauben wir auch, dass falls jeder schuldenfrei wäre, es insgesamt mehr Geld zum Ausgeben gäbe. Aber das genaue Gegenteil ist wahr, es gäbe überhaupt kein Geld mehr. So ist es also. Wir sind vollkommen abhängig von ständig neuen Bankkrediten, damit es überhaupt Geld gibt. Keine Kredite, kein Geld. Genau das, was während der Weltwirtschaftskrise passierte. Der Geldnachschub schwand drastisch, als der Nachschub an Krediten nachließ. Und das ist noch nicht alles. Banken erschaffen nur den Betrag der Kreditsumme. Sie erschaffen nicht das Geld, das für die Zinszahlungen erforderlich ist. Wo soll dieses Geld herkommen? Der einzige Ort, an den Schuldner gehen können, um das Geld zu bekommen, das sie für die Zinszahlungen benötigen, ist die insgesamt vorhandene Geldmenge. Aber fast alles darin wurde auf genau dieselbe Weise erschaffen. Als Bankkredit, der zurückgezahlt werden muss, mit mehr als er erschaffen wurde. Also gibt es überall andere Schuldner in der gleichen Lage, die verzweifelt versuchen, das Geld zu bekommen, das sie brauchen, um Kreditsumme und Zinsen zurückzuzahlen, aus der gesamten Geldmenge, die nur die Kreditsumme enthält. Es ist eindeutig unmöglich, dass jeder Kreditsumme und Zinsen zurückzahlen kann, da das Geld für die Zinsen nun mal nicht existiert. Das kann man sogar mit einer einfachen mathematischen Formel darstellen. Das große Problem ist, dass bei langfristigen Krediten wie Hypotheken und Staatsverschuldung die Gesamtsumme der Zinsen bei weitem die Kreditsumme übertreffen. Wird nicht eine große Menge zusätzliches Geld geschaffen, um die Zinsen zu zahlen, führt dies zu einer sehr hohen Zahl an Insolvenzen und Schließungen und einer nicht funktionierenden Wirtschaft. Um eine funktionierende Wirtschaft aufrechtzuerhalten, muss die Quote der Insolvenzen niedrig sein. Um das zu erreichen, muss immer mehr zusätzliches Schuldgeld geschaffen werden, um den heutigen Bedarf an Geld zu stillen, um die zuvor aufgenommenen Schulden zu bezahlen. Aber selbstverständlich wird dadurch die Gesamtschuld größer und das führt zu immer mehr Zinszahlungen, was schließlich in einer dauerhaften, eskalierenden und unausweichlichen Spirale endet, in exponentiell ansteigender Verschuldung. Es liegt nur am zeitlichen Abstand zwischen der Geldschöpfung als neuer Kredit und der Tilgung, dass die allgemeine Geldknappheit nicht sofort auf das gesamte System durchschlägt und dieses zusammenbrechen lässt. Während so das unersättliche Kreditmonster der Banken größer und größer wird,
wird die Notwendigkeit, mehr und mehr Geld zu schaffen, um es zu füttern, immer dringlicher. Wieso sind die Zinssätze so niedrig? Wieso erhalten wir unaufgefordert Kreditkartenwerbung mit der Post? Wieso gibt die US-Regierung das Geld schneller aus als je zuvor? Könnte es ein Aufschieben des Zusammenbruchs des gesamten Geldsystems sein? Ein vernünftiger Mensch muss sich fragen, kann das wirklich so weitergehen? Ist ein Zusammenbruch nicht unausweichlich? Geld vereinfacht die Produktion und den Handel. Steigt der Geldnachschub, verliert das Geld zunehmend an Wert. Es sei denn, das Handels- und Produktionsvolumen steigt um den gleichen Betrag, um das Geld aufzusaugen. Machen wir uns klar, es klingt wie eine konstante Rate, wenn gesagt wird, die Wirtschaft wachse um 3% pro Jahr. Aber das ist nicht so. 3% in diesem Jahr stellen mehr Güter und Dienstleistungen dar als 3% im letzten Jahr, denn es sind 3% des neuen Gesamtwerts. Statt einer Geraden, die man sich anhand der Aussage natürlich vorstellt, ist es in Wirklichkeit eine exponentielle Kurve, die steiler und steiler wird. Das Problem ist offensichtlich, dass ständiges Wachstum der realen Wirtschaft ständig ansteigenden Verbrauch von Rohstoffen und Energie fordert. Mehr und mehr natürliche Rohstoffe müssen Jahr für Jahr zum Müll werden, nur um den Zusammenbruch des Systems aufzuhalten. Was können wir gegen diese geradezu furchteinflößende Lage tun? Zum einen, ein grundsätzlich anderes Geldkonzept ist nötig. Vielleicht ist es an der Zeit, dass mehr Leute sich und ihren Regierungen 4 einfache Fragen stellen. Rund um die Welt leihen Regierungen Geld gegen Zinsen von privaten Banken. Staatsverschuldung ist ein wesentlicher Teil der Totalverschuldung. Um die Zinsen zu decken, bedarf es eines großen Teils unserer Steuern. Nun wissen wir, dass Banken das Geld, das sie verleihen, einfach erfinden und die Regierungen ihnen die Erlaubnis dazu erteilt haben. Die erste Frage ist somit, warum leihen Regierungen das Geld von privaten Banken gegen Zinsen, wenn sie das Geld, das sie benötigen, genauso gut selbst zinslos erstellen könnten? Die zweite große Frage ist, wieso Geld überhaupt als Schuld kreieren? Wieso nicht Geld schaffen, das ständig umläuft und nicht fortwährend gegen Zinsen erneut geliehen werden muss, um überhaupt zu existieren? Die dritte Frage, wie kann ein Geldsystem, das nur unter andauernd beschleunigtem Wachstum funktioniert, genutzt werden, um eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen? Ist es denn nicht einleuchtend, dass ständig beschleunigtes Wachstum und Nachhaltigkeit inkompatibel sind? Und schließlich, warum ist unser jetziges System vollständig abhängig von andauerndem Wachstum? Was muss geändert werden, um die Entstehung einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen? Es gab eine Zeit, da wurde jegliche Zinsnahme auf Kredite als Wucher bezeichnet und mit harten Strafen geahndet, sogar mit dem Tod. Jede große Religion hat den Wucher verboten. Die meisten Argumente gegen diese Praxis waren moralischer Natur. Es war anerkannt, dass der einzige legitime Zweck des Geldes die Vereinfachung des Handels echter Güter war. Jedwede Art, Geld zu verdienen, einfach dadurch, dass man Geld hatte, wurde als das Verhalten eines Schmarotzers oder Diebes angesehen. Als jedoch der Kreditbedarf des Handels anstieg, wurden moralische Argumente schließlich durch das Argument abgelöst, dass der Verleih ein Risiko und eine Einschränkung an Möglichkeiten für den Verleiher darstelle und somit das Bestreben des Verleihers berechtigt sei, einen Profit daraus zu schlagen. Heutzutage erscheint dieser Gedanke altmodisch. Heutzutage wird das Prinzip, Geld aus Geld zu machen, als erstrebenswertes Ideal angesehen. Wieso sollte man arbeiten, wenn man sein Geld für sich arbeiten lassen kann? Wenn man jedoch versucht, sich eine nachhaltige Zukunft vorzustellen, ist klar, dass die Zinsnahme nicht nur ein moralisches, sondern auch ein praktisches Problem darstellt. Stellen Sie sich eine Gesellschaft und Wirtschaft vor, die Jahrhunderte überdauern kann, denn anstatt Ihre Hauptvorräte an Energie zu plündern, beschränkt sie sich auf Ihren tagtäglichen Ertrag. Es wird nicht mehr abgeholzt, als in derselben Zeit nachwächst. Alle Energie ist erneuerbar. Solar, Wasserkraft, Geothermie, Magnetismus und was wir sonst noch alles entdecken mögen.
Diese Gesellschaft lebt innerhalb der Grenzen ihrer nicht erneuerbaren Rohstoffe, indem sie alles wiederverwendet und recycelt. Die Bevölkerungszahl bleibt stabil. Eine solche Gesellschaft könnte niemals funktionieren auf Grundlage eines Geldsystems, das vollkommen von andauernd beschleunigtem Wachstum abhängt. Eine stabile Wirtschaft würde ein Geldwesen benötigen, das zumindest in der Lage ist, stabil zu bleiben und nicht zu kollabieren. Nehmen wir an, dieser Kreis stellt das Gesamtvolumen einer stabilen Geldmenge dar. Nehmen wir weiterhin an, dass Geldverleiher tatsächlich Geld besitzen müssen, um es zu verleihen. Wenn nun manche innerhalb dieser Geldmenge anfingen, systematisch Geld gegen Zins zu verleihen, würde ihr Anteil an der Geldmenge wachsen. Wenn sie alles beständig weiterverleihen würden, einschließlich der vereinnahmten Zinsen, was wäre das unausweichliche Ergebnis? Ob nun Gold, Fiat oder Schuldgeld, es ist gleich, die Geldverleiher hätten schließlich das gesamte Geld. Und nach den Schließungen und Insolvenzen sogar noch alle echten Besitztümer. Nur wenn die Gewinne des Verleihs gegen Zins gleichmäßig innerhalb der Bevölkerung verteilt würden, wäre dieses Kernproblem beseitigt. Eine hohe Besteuerung von Bankgewinnen könnte dieses Ziel ebenfalls erreichen. Aber wieso sollten Banken dann weiterhin Interesse an diesem Geschäft haben? Wenn wir jemals imstande sein wollen, uns aus der derzeitigen Lage zu befreien, sollten wir uns das Bankwesen als gemeinnützige Dienstleistung für die Gesellschaft vorstellen, das die Zinseinnahmen als allgemeine Bürgerdividende ausschüttet oder Geld verleiht, ohne überhaupt Zinsen zu verlangen. Wenn es die grundlegende Natur des Systems ist, die die Probleme verursacht, wird Flickschusterei innerhalb des Systems sie niemals lösen. Das System selbst muss ersetzt werden. Viele Kritiker des Geldwesens fordern eine Rückkehr zum Goldstandard und behaupten, Gold habe eine lange Geschichte der Verlässlichkeit. Sie vernachlässigen den Schwindel, der mit Gold betrieben werden kann, wie Münzen abschaben, das Metall verfälschen, den Markt beherrschen, was im alten Rom alles reichlich betrieben wurde und zum Niedergang Roms beitrug. Manche befürworten Silber, da es häufiger vorkomme als Gold und deswegen schwieriger zu monopolisieren sei. Viele stellen in Frage, ob man überhaupt zurück zu Edelmetallen wechseln sollte. Niemand möchte wieder schwere Beutel mit Münzen herumschleppen, um einkaufen zu gehen. Mit Sicherheit wäre Papier, digital, Plastik oder auch biometrisch gekennzeichnetes Geld das geeignete Medium, unendlich viel Schuldgeld zu erschaffen, wie wir es bereits heute haben. Außerdem wäre Gold wieder die einzig legale Grundlage des Geldes, hätten diejenigen, die kein Gold besitzen, auf einmal kein Geld. Andere Befürworter einer Währungsreform schlussfolgerten, dass Gier und Unehrlichkeit die Hauptprobleme seien und dass es bessere Wege geben müsse, ein ehrliches und gerechtes Geldsystem zu schaffen, als wieder zu Gold oder Silber zurückzukehren. Erfinderische Geister haben eine Vielzahl alternativer Wege vorgeschlagen, Geld zu generieren. Viele private Tauschsysteme erzeugen Geld als Schuld, so wie es Banken tun, aber es wird offen gemacht und ohne Zinsen zu fordern. Ein Beispiel ist ein Tauschsystem, in dem die Schulden als Verpflichtung für Arbeitsstunden ausgedrückt werden, wobei jede Arbeit gleich bewertet wird mit einem Geldbetrag, der dann den Tausch von Stunden in den Preis von Gütern erlaubt. Diese Art von Geldwesen kann von jedem aufgebaut werden, der eine Möglichkeit hat, die Buchführung zu erledigen und der vertrauenswürdige und willige Teilnehmer findet. Ein lokales Tauschhandelssystem zu erstellen, selbst wenn es im Moment wenig genutzt würde, wäre ein umsichtiger Plan für den Notfall in jeder Gemeinde. Eine Währungsreform, genau wie eine Wahlrechtsreform, ist ein großes Thema und eines, das den Willen zur Veränderung und zum Querdenken voraussetzt. Eine Währungsreform, ebenso wie eine Wahlrechtsreform, wird nicht von allein kommen, da diejenigen, die vom Status quo profitieren, ihren enormen Einfluss geltend machen werden, um ihre Vorteile zu erhalten. Jetzt haben wir gesehen, dass Geld nur ein Gedanke ist und dass in Wirklichkeit Geld alles sein kann, was wir dazu machen. Hier ist nun ein einfaches, alternatives Konzept, über das sich nachzudenken lohnt.
Dieses Modell basiert auf Systemen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, in England und Amerika. Systeme, die von den Goldschmiedbankiers und ihrem fraktionalen Reservesystem untergraben und zerstört wurden. Um eine Wirtschaft auf Grundlage von dauerhaftem, zinslosem Geld zu errichten, könnte Geld einfach von der Regierung erschaffen und der Wirtschaft zugeführt werden, bevorzugt für den Bau langlebiger Infrastruktur, die der Wirtschaft nutzt, wie zum Beispiel Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Häfen und öffentliche Märkte. Dieses Geld würde nicht als Schuld erschaffen werden, sondern als Wert. Als der Wert, wofür es ausgegeben wurde. Wenn das neue Geld für ein entsprechendes Wachstum des Handels sorgt, würde dies keinerlei Inflation nach sich ziehen. Wenn Regierungsausgaben aber doch zur Inflation führen würden, gäbe es zwei Möglichkeiten. Inflation stellt effektiv eine allgemeine Steuer auf das Geld dar. Ob das Geld nun 20% an Wert verliert oder die Regierung 20% des Geldes von uns entzieht, die Auswirkung auf unsere Kaufkraft ist dieselbe. So gesehen könnte Inflation anstelle von Besteuerung politisch vertretbar sein, wenn damit gut und in Grenzen gehaushaltet wird. Oder aber die Regierung könnte der Inflation entgegenwirken, indem sie Steuern aus dem System zieht und somit die Geldmenge verringert und den Geldwert so stabilisiert. Um Deflation zu steuern, den Vorgang fallender Löhne und Preise, würde die Regierung einfach mehr Geld schaffen und ausgeben. Ohne konkurrierendes privates Schuldgeldaufkommen hätten Regierungen wirksame Mittel, um die Geldmenge ihres Staates zu kontrollieren. Die Öffentlichkeit wüsste, wer die Schuld trägt, wenn etwas schief liefe. Regierungen würden an ihrer Fähigkeit gemessen werden, den Geldwert stabil zu halten. Die Regierung würde weiterhin durch Steuern finanziert, wie jetzt auch, aber die Steuergelder würden sehr viel mehr nützen, da nichts davon gebraucht würde, um Zinsen an private Bankiers zu zahlen. Es könnte keine Staatsschuld geben, da die Regierung einfach das benötigte Geld erschaffen würde. Unsere kollektive, ständige Knechtschaft zu den Banken durch Zinsen auf die Staatsschuld wäre nicht länger möglich. Was uns glauben gemacht wurde, Demokratie und Freiheit zu sein, ist in Wirklichkeit eine raffinierte und unsichtbare Art wirtschaftlicher Diktatur. Solange unsere gesamte Gesellschaft vollständig abhängig von Bankkrediten ist, um die Geldmenge zu erhalten, werden Bankiers in der Position sein, zu entscheiden, wer das Geld bekommt, das er braucht, und wer nicht. Wenige Leute sind sich heutzutage bewusst, dass die Geschichte der USA seit der Revolution von 1776 größtenteils die Geschichte eines langen Kampfes um die dauerhafte Freiheit von der Kontrolle der internationalen Banken war. Dieser Kampf wurde schließlich im Jahre 1913 verloren, als Präsident Woodrow Wilson den Federal Reserve Act unterschrieb und damit dem internationalen Bankenkartell die Kontrolle über Amerikas Geld übertrug.
Die Macht dieses Systems ist tief verankert, genauso wie das Schweigen der Pädagogen und Medien zu diesem Thema. Vor Jahren befragte der kanadische stellvertretende Premierminister eine Gruppe von Nicht-Ökonomen, sowohl Intellektuelle als auch Otto-Normalbürger auf der Straße, und fand heraus, dass nicht einer von ihnen ein zutreffendes Bild von der Geldentstehung hatte. Tatsächlich kann man wohl sagen, dass die meisten Leute, einschließlich der Bankmitarbeiter an den Schaltern, dem Thema niemals einen Gedanken gewidmet haben. Und Sie? Das moderne Geld als Schuldsystem wurde vor etwas mehr als 300 Jahren begründet, als die erste Bank of England eingerichtet wurde, durch die königliche Charta zum fraktionalen Verleih von Schecks auf Gold im bescheidenen Verhältnis von 2 zu 1. Dieses bescheidene Verhältnis war nur der sprichwörtliche Fuß in der Tür, das System ist inzwischen weltumspannend. Es erschafft nahezu unbegrenzte Mengen Geld aus dem Nichts und bindet beinahe jeden Erdenbürger an eine ständig wachsende Schuld, die niemals abbezahlt werden kann. Hätte es zufällig dazu kommen können? Oder ist es eine Verschwörung? Offensichtlich steht hier sehr viel auf dem Spiel.